Es regnet, die Erde. Jetzt regnet es nicht mehr. Bei mir genau auch gerade, als du es gesagt hast. Jetzt regnet es wieder. Ja, in der Pokémon-Smaragd. Souling Challenge! Bei Pokémon Sonne und Regen. Genau, was machen wir denn heute, Jan? Wir gehen diesen Turm hoch. Falsche Antwort. Wir laufen diesen Turm hoch. Falsche Antwort. Wir fahren diesen Turm hoch. Schon besser, aber nicht das, worauf ich hinaus wollte. Wir machen natürlich genau das gleiche wie jeden Abend, Jan. Wir versuchen, Rayquaza an uns zu reißen. Exakt. Die Christa und der Jan. Schade, dass wir beide. Der Christian und der Jan dann eben so. Ja. Der Christian und der Jan. So. Wir sind tatsächlich Beine auch gebrochen. Im Labor entstanden. Mhm. Niemand kann es sehen und alle werden es verstehen. Oder so. Irgendwie so. Wunderbar. Himmelturm, Jan, wie fühlst du dich hier? Fühlst du dich hier wohl oder fühlst du dich eher unter Druck gesetzt? Oh, ich bin schon in die Katze mit Rayquaza reingelaufen. Die Katze? Ja. Ich habe etwas geguckt, ich nehme schon wieder falsch auf, aber ist egal, dann muss ich es halt nur anders schneiden. Mein so. Rayquaza ist abgehauen. Schutz wirkt nicht mehr. Genau als ich vor Rayquaza stehe. Gut. Einen Schritt vor der Katze. Bei mir steht Rayquaza ist erwacht und weggeflogen. Alter, wie sie mich anguckt. Das sieht ziemlich gruselig aus gerade, möchte ich Was mal Was sind eigentlich diese weißen Dinger an Rayquaza vorne dran? Weiße Dinger? Die er so quasi als Bart irgendwo da vorne dran hängen hat. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Ich werde es ja gleich in der Cutscene sehen. Was? Es gibt gleich eine Rekatze, eine Rekatzin quasi. Mir fällt drauf, wir haben ja kein Fliegen. Okay, laufen wir wieder runter. Hier wäre es übrigens noch ein Lanturn gewesen. Ein Lanturn, ja. Ein Lanturn war hier noch. Oh, nicht schlecht. Bist du mit deinem Camerupt denn zufrieden? Nö. Doch. Okay. Ich finde Camerupt ist cool. Du? Ja. Bist du zufrieden? Mit Milotic auf jeden Fall. Mit Milotic. So. Ja. Ich würde sagen, wir. Weißt du, Rayquaza haut einfach ab. Wir müssen die Welt retten. Und erstmal müssen wir das ganze Ding wieder dahin surfen. Vor allem, es ist, wir wissen ja gar nicht, ob wir da jetzt nach dem Motto, wir haben das jetzt so gemacht und denken sie uns so, wieso ist es überhaupt erwacht? Ich meine, wir haben ja nicht mal. Eigentlich voll komisch, wir haben ja nicht mal irgendwie ein Item oder irgendwas Besonderes in der Richtung. Ne, wir sind einfach nur hingegangen und plötzlich so. Ey. Ey. Störst du meinen Schlaf oder was? Ich habe gerade die beste Idee. Ja. Warte, ich muss erstmal wieder entkommen, ohne dass mich irgendein dummer Trainer anquatscht. Na, bin auch gerade auf dem besten Wege zurück nach Xenoville. So, nochmal, bevor ich gerade sage, genau, ich habe die beste Idee. Mhm. Wir müssen. Nein. Oh Gott sei Dank, ich glaube, den habe ich schon gekämpft. Jetzt bin ich in ein wildes Pokémon reingerannt, weil ich von einem Trainer weggerannt bin, aber dem habe ich scheinbar schon bekämpft, sonst hätte er mich wahrscheinlich gesehen. Ja, das ich wurde gerade von einem Trainer angefallen, der um den Stein herumschwimmt. Der Dieter. Mit seinem Garados. Komm, Jan. Soling Kampfzone, Nuzlocke. Was? Ja, beste Idee. Ne? Ich würde sagen, das Projekt geht ein Part. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt, richtig. Oh, ich sollte vielleicht mal ins Pokémon Center gehen. Aber gut, das Garados hatte natürlich gegen mein Magneton nichts zu sagen. Ich bin gerade in einen Doppelkampf reingeschwommen, weil ich dachte, da wäre ich schon gewesen. Aber irgendwie muss ich falsch gelaufen sein, weil einen Doppelkampf habe ich noch nicht gemacht. Und ich frage mich gerade, wie bin ich geschwommen, weil hier hätte ich definitiv vorbeikommen müssen. Hui, mein Schutz hat mich gerade gerettet. Ich wollte nach unten schwimmen, in dem Moment, Schutz läuft aus. Und wäre ich nach unten geschwommen, wäre ich voll in die Trainerin reingeschwommen. Jan läuft aus. Ja. Ich habe aber gerade gleißendes Sonnenlicht ist, ne? Im Kampf. So. Du kämpfst auch gerade noch? Nee, wildes Pokémon, weil eben der Schutz ausgelaufen ist. Achso. Wie schön hast du den armen Dieter umgeklatscht? Naja, Garados, Donnerblitz. Erklärt sich von selbst, ne? Garados hat Donnerblitz? Ja. Wie Spezialangriff hat das denn? Nee, Garados hat einen Donnerblitz abbekommen. Ach so, der Gegner hat. Dein Garados ist ja schon längst tot. Das hab ich irgendwie gerade verdrängt. Ja, der hat ja einen Donner abbekommen. Das war ein bisschen härter. Ja. Du bist noch im Doppelkampf? Ja, weil es weiter regnet. Hey, dafür werde ich mit der Route im Endeffekt schneller fertig, vielleicht, wenn ich Glück habe. Lan setzt Triplette ein. Immer noch mit einer ultra-epischen Animation und das reicht Gott sei Dank aus für einen One-Hit-KO. Hast noch viele Pokémon bei den Trainern? Nee, oder waren das letzten? Oh meine Güte, da wollte ich nur ein bisschen entspannen. Gewinn ist bestimmt auch nicht, was auch immer gesagt hat, schlecht wahrscheinlich. So, wie zum Teufel bin ich geschwommen, dass ich... Ja? Bist du noch ein Trainer reingelaufen?
Ja, weil ich irgendwie nach rechts gedrückt habe, aber Maike guckt nur nach unten und denkt sich so, ja, ich habe keinen Bock, mich jetzt zu bewegen. Wo bin ich? Also ich gucke mich gerade, ob Xenero will unter Wasser ein bisschen nach versteckten Items um. Und weißt du, ich habe ja vorher noch ein Tafelwasser unter Wasser gefunden. Apropos, wir haben immer noch unter Wasser kein Pokémon gefangen, ne? Ja, ich laufe auch mit Schutz hier rum, deswegen da kommt doch erstmal keins. Das Gute übrigens ist, dass ich, dass gerade gleißendes Sonnenlicht ist bei mir. Mhm. Das heißt, mit anderen Worten, ich kann die ganzen Wasser-Pokémon einfach mit Tornupto wegbrennen. Gut. Also wie gesagt, ich habe gerade unter Wasser im letzten oder vorletzten Part, glaube ich, ein Tafelwasser gefunden. Gerade eben habe ich eine Limonade gefunden. Also irgendwelche komischen Leute schmeißen ihre Getränke hier einfach ins Wasser. Das finde ich echt nicht geil. Ihre gefüllten Getränke. Vor allem, genau. Wir schmeißen bitte eine volle Dose Limo oder sowas ins Meer. Stell dir an, du musst raten, von einem Level 40 Tornupto. Ein Level 40 Tornupto kriegt einen Blubstrahl von einem Level 33 Stern du in der Sonne ab. Wie viel Schaden hat's gemacht? 20. Ja, nicht schlecht. 18. Ich war nah dran. Du warst nah dran. Jan ist nämlich ein guter Schätzer, müsst ihr wissen. Sein Beruf ist tatsächlich Schätzer. Er hat das auch studiert, Schätzen. Ja. So, schätze mal, das war richtig. Wo zum Henker bin ich? Hier sind so viele Trainer, die ich noch nicht bekämpft habe. Okay, ich brauche die Karte. Ich habe mich echt verlaufen gerade. Ja, jetzt nach oben irgendwie. Und kann doch nicht links. So schwer sein. Ich habe echt Angst hier. Zu viele Schwimmer überall. Die Schwimmer sind wie so eine Plage. Weißt du, ich dachte mir, okay, bis du in Xenoville ankommst, nehme ich eben noch einen Trainer mit. Was ist? Nächstes Garados. Also der Typ, der quasi draußen vor dem Eingang zu Xenoville schwimmt, hat auch einen Garados. Okay, ich bin jetzt jedenfalls so gut wie da. Glaube ich. Lass mich nach links, verdammt nochmal. So. Wollen wir unter Wasser ein Pokémon fangen? Können wir gleich gerne machen. Ich muss nämlich schnell aus dem Kampf wieder raus. Also, bin schon fertig. Weil ich hatte auch wieder nur einen Garados und ich hatte wieder Magneton vorne. Wie glaubst du, wäre das wohl, wenn in dem Sekundentakt nochmal zwischen Regen und Sonne wechseln würde? Das ist ja ziemlich scheiße. So, wir sollen unter Wasser ein Pokémon fangen. Ich glaube, das wirklich Gefährliche daran wäre nicht mal, dass irgendwas überschwemmt oder austrocknet, sondern einfach dein Kreislauf würde einfach zerstört werden. Wenn dann auch wahrscheinlich Hitze und Kälte dann sich abwechseln. Ja, auch ziemlich blöd. Im Sekundentakt. Ich glaube, das würde einen wirklich wahnsinnig machen. Ja, so, es muss noch warten, bis mein Schutz ausläuft und dann können wir was fangen. Nein, das ist gerade ausgelaufen und ich habe... Ja... Nur Blubberblasen bisher. Achso, okay. Ich bin auch noch bei den Blubberblasen. Ich bezweifle mich, dass wir noch irgendein episches Pokémon bekommen werden, ehrlich gesagt. Sowas wie Evoli wäre ja noch geil. Ja, das stimmt. Hallo, kann mal was passieren? Ja, hab ich auch noch nichts. Wie selten sind die denn? Ich habe gerade irgendeinen Ruf gehört, es klang ein bisschen wie Sepa. Not sure though. Hallo? Oh mein Gott, ich habe Traumato gehört. Oh Gott. Aber ich krieg einen Natu. Habe ich nicht schon Natu? War das hier schon? Ha. Ohne Scheiß, ich surfe jetzt seit 2 Minuten hier rum und nichts passiert. Ich glaube, Natu war in der verlorenen Challenge. Was war das für ein Ruf? Das klang... Ah, Mann. Sounds familiar. Dann gucke ich halt hier. AP Plus gefunden. Okay, Leute, die wilden Pokémon sind ausgestorben bei mir. Ich gucke gerade meine Liste durch, aber ich glaube, Natu hatten wir noch nicht. Außer das ist tatsächlich ein ganz cooles Pokémon, aber... Ja, ich hatte noch keinen Natu. Okay, dann ist es ein Natu. Ich hab's wieder gehört. Was ist das denn für ein Ruf? Ist das ein Chanera? Ey, ohne Scheiß, kann mal bitte was kommen? Wow! Hast du was? Nein! Okay, vergiss es. Hat doch Teleport gemacht. Okay, und genau als ich Teleport gemacht hat, kam was bei mir. Ach gut. So. Jetzt bin ich gespannt. Okay. Okay, also rein theoretisch Norino, aber... Gut, das hat sich gedacht, gehe. Du nicht. Du suchst da 2 Minuten lang, kommt nichts. Ich so, hallo Natu, Teleport. Okay, daneben nicht. Okay, Leute, auf nach Xeneruvel. So, Cutscene? Ja. Oh, damn, Bro. Graudon immer noch total unterlegen. Also, es ist unfair einfach. Ja. Aber dafür sieht Graudon besser aus. Das stimmt. So, jetzt bin ich gespannt, was für weiße Dinger meinst du? Weiß ja, selbst Bright waren weiße Dinger dran. Gott, ey, das Licht, ey. Gott steigt von dem Himmel empor. Genau sieht das gerade aus. Mhm. Ehrlich gesagt, vom Himmel hinab, so. Immer am Grinsen. Also, hier hat das nichts Weißes. Vielleicht sieht man es gleich auf seinem Overworld-Sprite. Ich war so, ey,
Stop dat. Stopp mit dem Scheiß, Mann, ich will schlafen. Okay. Vor allem Kyogre richtig getriggert, guck mal. Ja. Gerade und so, oh shit, das ist der Chef. Ich verschwinde mal ganz lang. Da, das, die weißen Dinger da rechts und links von seinem Mund. Das sind seine Arme. Was? Sind seine Arme? Ja. Okay. Das habe ich noch nie als Arme gesehen. Ich hatte das irgendwie epischer in Erinnerung. Ja. Also vor allem, das hat jetzt ein paar Sekunden gedauert nur. So, und plötzlich die Surfermusik. Ja. Was? Alles ist ruhig so. Ich sag, ist eine Sache, das hat Pokémon in der 6. Generation, glaube ich, besser gemacht, aber bei lass mal Schutz aktivieren. Bei epischen Stellen ist es immer schlimm, wenn auf einmal die Surfer- oder die Fahrradmusik startet. Ja. Ich habe nebenbei gerade Mark angesprochen, direkt erstmal. Dann spreche ich Adrian an. Können wir in Xenero nicht noch was fangen? Ja. Es gab neben Groudon und Kyogre noch ein uraltes Pokémon. Kyogre und Groudon sind weiß wohin geflohen. Und nachdem wir uns erfolglos angestrengt haben, das Klima in Höhlen hat sich wieder normalisiert, schafft es dieses dritte Pokémon mit Leichtigkeit, die Sache wieder ins Lot zu bringen. Hahaha. Das sagt meiner auch gerade. Hahaha. Vielleicht war das, was sie vorhatten, bedeutungslos für die Pokémon. So, Vasili oder Treu? Ich zeig dir mal was, Jan. Ja? Stell dich mal zwischen dem Arena-Schild und dem Wasser. Okay. Und jetzt geh ganz schnell nach unten, links und rechts die ganze Zeit. Hä? Moment. Zwischen Arena-Schild und Wasser? Genau, und dann die ganze Zeit unten, links, rechts, unten, links, rechts, unten, links, rechts. Und dann hör dir das wunderschöne Geräusch an. Ja. Ist geil, oder? Hat was von Zelda. Was? Ich weiß, das Geräusch erinnert mich irgendwie an Zelda. Ich spreche mit Troy. Das ist also Rayquaza. Unglaublich, wie die zwei taubenden Pokémon in Angst fliehen. Okay. Weil Kyogre hat richtig eingenässt. Siehst du nicht, wie das ganze Wasser gelb ist? Christa, die Anführer von Team Magma und Aqua. Ich glaube nicht, dass sie gefährlich sind. Es kann nicht schaden, wenn wir uns anhören, was sie zu sagen haben. Ich würde sie im Wasser schubsen. Aber wir haben uns doch gerade angehört, doch, was sie zu sagen haben. Schon. Dann angle ich mir jetzt an meinen guten Pokémon. Hm. Und du? Ich auch. Ah, nee. Ich habe mit Mark geredet und sind beide verschwunden. Gut. Dann angle ich meinen roten Pokémon. Also angeln, ja? Ja, ich habe gerade die Superangel ausgeschmissen. No, ich habe zu früh gedrückt. Mhm. Ich habe auch gerade einen Schutz am Laufen, deswegen habe ich keinen Bock jetzt zu warten, bis der Schutz ausläuft. Ja, okay. Nicht einmal ein klitzekleines Knabbern. Dito. Wow, und jetzt instant. So, Xenero will, was hast du für mich? Ja, boah. Oh, was Gutes mal. Amoroso. Ja, was Gutes mal. Also mal, sagt er, was Gutes auf jeden Fall. Das ist cool, das nehme ich. Also, wenn du auch was Gutes hast. Die Angelanimation sieht so witzig aus. Oh, wie oft denn noch? Okay, du hast ein Pokémon am Haken. Ja. 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 Ein Waupel. Dupes Claws. Gott sei Dank, ja. Ich surf mal. Ja. Ja. Surfen. Und ich kriege ein. Oh. Ja. Ein Rabautz. Damit könnte man was anfangen, ja. Das ist ziemlich geil. Willst du es nehmen? Ja, auf jeden Fall. Trotz Dupe? Ja, auf jeden Fall. Rabautz nehme ich. Okay. Dann Rabautz it will be. Das wird ja wohl einen Ruckzuck überleben, oder? Welches Level? 31 zu 40. Ich weiß nicht, die Werte von Rabautz sind nicht unbedingt die besten, ne? Aber es ist nur ein Ruckzuck-Keep. Von wem? Von einem Tornupto. Warte mal. Habe ich noch den Mogelhieb? Ja, ich mache einfach Mogelhieb mit Dake. Also ich wechsle und mache dann Mogelhieb. Mhm. Wie Stance, selbst wenn es von unten rauskommt. Schön, schön, schön. Ich bin ja gespannt, was ich dann bekomme für ein Pokémon. Ich würde aber alle drei nehmen. Ich sag mal, du kannst auch einfach beeinflussen, indem du verschiedene EVs gibst. Ich sehe gerade, so wie viel niedriger ist der Angriff von Kapaloris gar nicht. Aber ich habe keine andere Wahl, weil ich muss es irgendwie schwächen. Mhm. Oder du wirfst einfach direkt einen Ball. Ich hab's weggekrittet. Gut.
Mogelhieb Crit? Ja, Mogelhieb Crit. Okay. Toll. Toll. Echt toll. Dafür mache ich jetzt ein Muster, indem ich einen Viereck schimme und dadurch die Blubberblasen nicht weggehen. Ey, ist es jetzt wahr? Warum? Das war das erste Mal, dass wir was weggekritzt haben in der Challenge, oder? Das kann, glaube ich, sein, ja. Wenn wir mal ehrlich sind, es muss immer passieren irgendwann. Ich suche gerade noch einen Rabaut, wenn ich wüsste, ob ich den Ruckzuck überlebt hätte. Ja, ich gehe mal eben Amorose freilassen, solange. Mhm. Komm schon. Jetzt ist, wenn nichts kommt, ne? Ja, das wäre so episch gewesen mit Amorose und irgendeiner von den Rabautsentwicklungen. Okay, ich gucke jetzt nicht, ob es den Ruckzuck überlebt, weil auf einmal ist es Level 11. Ja, gut. Na, überlebt's den? Och man, Mexican Day, warum? Ich kritte einfach. Na gut, ab ins Pokémon Center. Ich glaube, wir müssen auch erstmal mit Dingens da reden, mit Vasili. Ja, aber ich gehe ja trotzdem erst mich heilen. Jan, hast du was dagegen? Ja. Und Milotic hatte wirklich einen Notschutz. Hey! Kann doch nichts anderes haben. Also. Achso, ja gut, dann. Außer es hat plötzlich Bedroher mal 3. Und ich habe unnütz Sun gefunden. Mit Insomnia. Weißt du, was seine stärkste Attacke ist? Ja? Der nein. Blutsauger auf Level 31. Nice! Ja. Du darfst Vasili reden. Ja. Also ich glaube, den Namen hat er sich echt verdient mit unnütz Sun. Ja. So, Christa, meine Augen haben mir also doch keinen Streich gespielt. Dank deiner Hilfe wurde Xenerovil. Nein, ganz Höhen wurde gerettet. Im Namen aller Menschen danke ich dir. Das ist ein Geschenk von mir, bitte nimm es an. Kaskade. Wenn das mal nicht Kaskade ist. Versteckte Maschine enthält Kaskade. Sobald du den Schauerorden besitzt, kannst du einem Pokémon diese vor ihm beibringen. Es kann dann Wasserfälle bezwingen. Und wo bekommt man den Schauorden? Das weißt du doch oder etwa nicht. Richtig, du musst in der Arena deine Xenerovil besiegen. Wenn du bereit bist, tritt durch diese Tür. Ist er gerade irgendwie echt erregt, der Typ, oder warum stöhnt er mich so an? Ich glaube, er ist ein bisschen. Ich gehe mal kurz in die Arena rein und wieder raus, mal gucken, ob sich da irgendwas ändert dann draußen vor der Tür. Ich möchte übrigens mal anmerken, ja. Gibt ihr mir eigentlich Staffelwasser hier? Nee, das ist immer noch eine andere Generation. Ich spreche den immer wieder an. Bin immer wieder enttäuscht, wenn ich nichts bekomme. Ich möchte mal anmerken, während hier Troy und Vasili wenigstens versucht haben, irgendwas zu tun, ist Juan, der eigentlich der Mentor von Vasili ist, der amtierende Champ ist, hat der nichts gemacht. Der saß in seiner Arena und dachte sich so, gerade noch Kyogre vor der Tür. Nee, ich gehe nicht raus. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich erkunde gerade ein bisschen Xenerovil. Die haben linke Seite. Gemacht, ne? Ich erkunde gerade die linke Seite. Dann gehe ich auf die rechte Seite, Jan. Okay. Du drehst doch schon mit allen Leuten. Ja. Auch mit denen aus dem Laden. Nein. Ich kann die rechte Seite. Dann werde ich das gleich machen. Ich kann die rechte Seite gar nicht erforschen. Wieso? Weil da Menschen den Weg versperren. Gut. Oh, ich habe Durchbruch erhalten. Immer sie. Oh, Durchbruch? Das nehme ich gerne. Wo ist das? Im Haus ganz oben links. Da will mir einer Risikotackle beibringen im Pokémon Center. Nee, lass mal. Okay, ich glaube, sonst ist da auch nichts weiter. Das heißt nur ein Durchbruch, wenn du vom Pokémon-Markt weiter hochgehst und dann irgendwo nach links und wieder hoch. So, ich rede mal mit den Marktleuten. Was habt ihr mir denn zu sagen? AP Plus ist nützlich. Die nützlichste Info der Welt. Ich wette es dir, Jan. AP Plus ist nützlich und Top-Genesung ist nützlich. Das hat und dann verkaufen Sinn? Die nicht mal beides. Das finde ich jetzt echt diskriminierend. So, wenn das jetzt nicht das Haus ist, dann hast du das schlecht beschrieben, Jan. Vielleicht. Mit wem muss man denn reden? Mit dem Typen mit dem Kekleon im Haus. Das waren zwei Mädchen hier. Ja, weiter oben links ist ja noch ein Haus. Okay, dann hast du es gut beschrieben. Ja. Würde interessieren, was wäre denn hier gekommen, wenn ich gesurft wäre? Jetzt bin ich gespannt. Ja. 30 Jahre lebt er schon da. Ja. Dauert ein bisschen, ne? Ja. Hat es bei mir auch. Hallo? Gibt's überhaupt wilde Pokémon mal beim Surfen? Ich weiß es nicht. Du hast geangelt auch, ne, für deinen Pokémon. Nee, ich habe gesurft für Surfouts.
So, beziehungsweise ich stelle mich wieder vor die Arena und würde sagen, im nächsten Part können wir dann da ein bisschen Action machen. Willst du direkt die Arena anbreaken? Oder die Trainer erstmal auf den Wasserrouten? Erst die Wasserrouten, haben wir ja gesagt. Weil das Level Cap ist 46 und, wenn ich mal schaue, meine sind 41, 42. Dann weiß ich, wo ich den Part bin. Unter Wasser. Einfach um zu gucken, ob ich einen Tag lang die Luft anhalten kann. Also können wahrscheinlich schon, aber wenn ich einen Tag schaffe, schaffe ich wahrscheinlich auch noch mein ganzes Leben. Also den Rest deines Lebens. Ja. Naja, du kannst ja sagen, du kannst für den Rest deines Lebens jetzt die Luft anhalten. Ja. So, ich möchte genau vor dem Unterwassereingang nach Xenerobil den Part beenden. Vor allem, weil die Unterwassermusik richtig hübsch ist. Ich mag die total. Übrigens, ich surfe jetzt schon, seit ich es gesagt habe, ich surfe mal eben durch die Gegend. Es kam noch kein einziges wildes Pokémon. Ja. Aber ich habe einen Seeper gehört. Gut, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe. Es gibt hier keine wilden Pokémon. Das ist eine Lüge. Ich genieße ein bisschen das Ambiente unter Wasser. Also du bist jetzt quasi vor dem Unterwassereingang. Genau. Okay, dann genieße ich es auch hier. Bis morgen dann. Tschüss. Morgen, Leute. Ihr müsst mit upraven. Komm, Jan.